Hallo, mein Name ist Achim Wenzel von Elektro Air Systems und ich möchte Ihnen heute die einzelnen Arbeitsschritte zur Inbetriebnahme eines FU-Geräts zeigen. Im Vorfeld mache ich Sie darauf aufmerksam, dass diese Arbeiten nur von einer Elektrofachkraft nach den örtlichen Bestimmungen durchgeführt werden darf. Generell gilt beim Arbeiten an elektrischen Anlagen, dass im Vorfeld eine geprüfte Spannungsfreiheit sichergestellt sein muss. Neben mir habe ich einen RD6 FU-Ventilator und wenn Sie den Frequenzumrichter bei Elektro mitbestellt haben, ist im Lieferumfang auch ein passender Omron MX2 Frequenzumrichter mit dabei, als auch ein passender Netzunterbaufilter, an dem ich Ihnen die einzelnen Schritte zeigen möchte. Im ersten Schritt befestigt man den Frequenzumrichter mit den mitgelieferten Schrauben auf dem Netzunterbaufilter. Das sieht dann so aus. Zunächst löst man diese Schraube zum Entfernen der Kunststoffabdeckung am Frequenzumrichter. Im Anschluss kann die komplette Einheit auf die vorgesehene Montageplatte des Schaltschranks montiert werden, welche hier durch unser Lochblech symbolisiert ist. Wichtig hierbei ist eine gute Erdung der Montageplatte, als auch eine großflächige elektrisch leitfähige Verbindung zum EMV-Unterbaufilter. Der zweite Schritt zur Inbetriebnahme des Gerätes ist die Verbindung von Motor und Frequenzumrichter. Dazu benötigen Sie unbedingt ein abgeschirmtes Kabel, da es sonst zu Störungen kommen kann. Die maximale Kabellänge darf dabei 20 Meter nicht überschreiten. Die Kabelschirmung muss an beiden Kabelenden fachgerecht, niederohmig und großflächig geerdet werden. Zu diesem Zweck benutzen wir am Motor spezielle EMV-Kabelverschraubungen, die die Kabelschirmung vollumfänglich mit dem Klemmkasten kontaktieren. Wie Sie den Motor im Klemmkasten richtig verschalten, also in Stern oder Dreieck, entnehmen Sie bitte dem Video, dessen Link wir eingeblendet haben. In unserem Fall ist der Motor in Stern verschaltet. Auf der Umrichterseite muss das Kabel ohne Auftrennung des Kabelschirms auch innerhalb des Schaltschrankes direkt bis zum Frequenzumrichter verlegt werden und dort wiederum großflächig mit der geerdeten Montageplatte verbunden werden. In unserem Beispiel mit sogenannten EMV-Klemmen. Der ungeschirmte Teil des Anschlusskabels soll bestenfalls weniger als 10 cm betragen. Schließen Sie die Motorleitung an die Klemmen U, V, W und die Klemme PE am Umrichter an. Als nächstes wird der Kaltleiter angeschlossen, damit die Wicklungstemperatur überwacht ist und eine Überhitzung oder Beschädigung des Motors vorgebeugt werden kann. Benutzen Sie auch hierfür wieder ein abgeschirmtes Kabel mit einer maximalen Länge von 20 Metern, dessen Kabelschirmung an beiden Enden, wie eben beschrieben, mit dem Erdungssystem verbunden wird. Der Kaltleiter muss im Motorklemmkasten an den Klemmen TP und am Frequenzumrichter an den Steuerklemmen 5 und L angeschlossen werden. Im letzten Schritt erfolgt der elektrische Netzanschluss. Die Anschlussklemmen hierfür befinden sich am EMV-Unterbaufilter und sind mit L1, L2, L3 und PE gekennzeichnet. Das Gerät ist jetzt betriebsbereit. Bevor Sie das Gerät jedoch einschalten, sollten Sie noch einmal überprüfen, ob alles fachgerecht angeschlossen ist und ob sich das Gerät in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet. Zusätzlich sollten Sie den Kaltleiter-Fühlereingang testen. Wie das funktioniert, können Sie in unserem Elektro-Omron-Leitfaden nachlesen. Ist alles soweit in Ordnung, können Sie das Gerät einschalten. Das Laufrad beschleunigt jetzt gemäß der programmierten Hochlaufzeit auf den bereits vorparametrierten Sollwert. Ausschalten können Sie das Gerät mit der Stopptaste. Jetzt kommen wir zu ein paar Einstellungen des Frequenzumrichters. Die Änderung der Drehzahl über das integrierte Bedienfeld erfolgt durch Drücken der blauen Taste bis zum Parameter F01. Wenn Sie nun Enter drücken, können Sie mit den Pfeiltasten die Drehzahl anpassen. Durch erneutes Drücken der Enter-Taste wird der eingestellte Wert übernommen. Durch Drücken der blauen Taste für 3 Sekunden gelangen Sie wieder zum Anzeigemenü. Die Drehzahlangabe auf dem Leistungsschild, welche Sie seitlich am Motor finden können, darf keinesfalls überschritten werden, da dieser ansonsten beschädigt werden kann.
Mehr Informationen und Erklärungen zu den Parametergruppen bzw. Parametereinstellungen können Sie in unserem Leitfaden nachlesen. Weitere Tutorials zur Inbetriebnahme unserer Geräte finden Sie zudem auf unserem YouTube-Channel.